Unsere Themen am Dienstag. Tierpark bleibt bis Freitag geschlossen. Flüchtlingsprojekt im Staatstheater. Und Philipp Knechtel arbeitet am Comeback. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Herzlich willkommen zur LTV aktuell am Dienstag. Im Landgericht Cottbus wurde heute eine Frau zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Die Spremberger soll in insgesamt 11 Fällen 2,2 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. In 3 Fällen konnte eine versuchte Steuerhinterziehung nachgewiesen werden. Der dadurch entstandene wirtschaftliche Schaden soll laut Gericht bei knapp 1 Million Euro liegen. Die Frau gab an, nur als Strohfrau ihres damaligen Mannes tätig gewesen zu sein. Geglaubt hat ihr das der Richter nicht. Die Verteidigung kann nun in Revision gehen. Im Staatstheater ist ein neues Projekt gestartet worden. Kinder studieren eine Oper ein. Das Thema ist aktuell, es geht um Flüchtlinge. Um sich besser in das Thema versetzen zu können, haben die Kinder mit 2 Syrern gesprochen. Und dann von Izmir müssen wir mit einem... Yunus Kabura ist Syrer und ist seit gut einem Jahr in Deutschland. Er verließ seine Heimat, war auf der Flucht vor dem Krieg. Seine Erfahrung teilte er gestern im Staatstheater mit Cottbuser Schülern. Es soll ihnen bei der Erarbeitung einer Kinderoper helfen. Unter dem Titel Flüchtling sollen Zuschauer in die knallharte Realität reingeworfen werden. Bevor die ersten Proben begonnen haben, erzählte Yunus den Kindern über seine Vergangenheit. War ich in der 8. Klasse in Syrien. Da war Krieg in Damaskus, die Hauptstadt von Syrien. Da war viele schreckliche Dinge. Und mein Vater hat zu uns gesagt, das reicht, er muss nach Libanon fliegen oder nach Türkei, nach Deutschland, ist mir egal. Aber in Syrien mehr nicht. In dem Stück geht es um ein Mädchen, das auf der Flucht aus Syrien ihre gesamte Familie verliert. Sie strandet in Deutschland. Hier trifft sie auf ein gleichaltriges Mädchen und deren Mutter, selbst Flüchtlinge aus dem Kosovo. Das Besondere an dem Stück ist, dass es ausschließlich Kinder sind, die in der Oper spielen. Ziemlich schwierig, da ja nicht jeder ein Profi im Gesang oder Schauspiel ist. Also die Herausforderung bei Kindern ist immer, den Kindern Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen und sich zu entäußern, wie man das ja im Theater macht. Sie haben das so nicht gelernt, aber sie haben noch dieses naive kindliche Verständnis dafür. Und das ist wunderbar, weil wenn man das einmal weckt, und ich habe ja schon viele Kinderprojekte gemacht, wenn man das einmal weckt, dann kommt da eine Energie rüber, der man eigentlich nur noch freien Lauf lassen muss, ein bisschen steuern muss. Und dann denke ich, wird das ein sehr schönes Projekt. Die Oper von Lucio Gregoretti findet ein Happy End. Doch bis dahin erlebt das Publikum, aber auch die Kinder, wie es ist, ein Flüchtling zu sein. Für jede Altersklasse ist das Stück eine Erfahrung wert. Noch wird fleißig geprobt. Anfang April ist dann Premiere im Staatstheater Cottbus. Glatte Straßen haben heute Morgen viele Cottbusser überrascht. Allein am Vormittag kam es in der Stadt zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen, etwa in der Dresdner Straße und in der Hähnchener Hauptstraße. In der Gerhard-Hauptmann-Straße krachte es kurz hintereinander sogar 2-mal. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Es bleibt bei Blechschäden. Passen Sie also in den kommenden Tagen besonders auf. Kein Durchatmen im Tierpark. Das Gelände bleibt länger gesperrt als geplant. Mehr dazu in den Kurznachrichten.
Tierpark bleibt bis Freitag geschlossen. Letzte Woche wurden im Tierpark 3 tote Enten gefunden. Die Tiere wurden untersucht und der Geflügelpesterreger H5N8 wurde nachgewiesen. Jetzt hat das Veterinäramt weitere Untersuchungen und Probeentnahmen angeordnet. Um diese Maßnahmen ungestört und hygienisch durchführen zu können, bleibt der Tierpark vorerst bis Freitag geschlossen. Vom Klassenzimmer auf die Bühne. Das Piccolo-Theater führt sein Klassenzimmerstück Kiwi on the Rocks jetzt auch im eigenen Haus auf. Am Donnerstag und Freitag um jeweils 19 Uhr gibt es eine Vorstellung. In dem Stück geht es um die 14-jährige Kiwi. Sie geht abends feiern und trinkt dabei eine Menge Alkohol. Daraufhin verliert sie völlig die Kontrolle, lässt willenlos sexuelle Übergriffe über sich ergehen und übergibt sich schlussendlich auch noch. Am nächsten Tag hat die ganze Geschichte schon über Facebook die Runde gemacht. Tickets für die beiden Vorstellungen gibt es per Telefon oder E-Mail. Die letzte Chance zur Anmeldung. In der Lagune Cottbus gibt es am Donnerstag das Neujahrsschwimmfest. Hier können Besucher in Disziplinen wie Streckentauchen oder Kleiderschwimmen ihre Ausdauer beweisen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine im Wert von 100 Euro. Der Eintritt kostet 4 Euro, für BTU-Kursteilnehmer 2 Euro. Los geht's um 18.30 Uhr. Die Anmeldung ist nur noch heute über die E-Mail-Adresse neujahrsschwimmfest2017@gmx.de möglich. Die Nacht der kreativen Köpfe liegt mittlerweile mehr als 3 Monate zurück. Im Falle der Johanniter bleibt sie aber auch noch mindestens für die nächsten Tage unvergessen. Die Cottbusser haben nämlich fleißig Cocktails getrunken und damit Gutes getan. So ist nämlich eine große Spende für den gemeinnützigen Verein zusammengekommen. Dass diese Cocktails einmal viel Geld bringen, haben die Besucher bei der Nacht der kreativen Köpfe noch nicht gewusst. Durch den Verkauf der Ostsee-Cocktails in der Hauptverwaltung von LEAG wurden 1.500 Euro erzielt. Das Geld wird an die Johanniter gespendet. Sponsoringbeauftragte Michaela Klauke hat heute Vormittag den Scheck an den Regionalvorstand der Johanniter Andreas Berger-Winkler übergeben. Das Geld kann die Johanniter gut gebrauchen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir tief betroffen waren, als wir hörten kurz vor Weihnachten, dass an den 5 Autos der Johanniter die Scheiben eingeschlagen worden sind. Johanniter ist ein Verein, der Menschen, ältere Menschen hilft, der Kinder hilft, die tagtäglich zur Schule fahren. Und da ist sowas passiert an 5 Autos, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wer das macht, und da waren wir eben tief betroffen und enttäuscht, traurig, und umso leichter ist uns der Entschluss gefallen. Von der Spende soll aber auch der Behindertenspielplatz auf dem Hof der Johanniter ausgebaut werden. 2 weitere Geräte will die Unfallhilfe anschaffen. Wir haben einfach gemerkt, dass die Inanspruchnahme so hoch ist und dass hier noch eine Erweiterung vonnöten ist, und das machen wir damit. Und gleichzeitig kommt es natürlich auch, was schon angesprochen wurde, was drüber bleibt, unserem geplanten Kinderhaus in Burg im Spreewald zugute, was wir ja, wenn alles gut geht, in 2018 eröffnen wollen. Außerdem soll dort eine Wohngruppe für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche entstehen. Dieses Vorhaben ist deutschlandweit einmalig. Die Johanniter sind auch hier auf Spenden angewiesen. Ein zuverlässiger Partner wird dabei die LEAG sein. Sie will auch künftig die Unfallhilfe unterstützen. Die Planungen um einen Winterneuzugang beim FC Energie Cottbus werden immer heißer. Ganz oben auf dem Wunschzettel von Trainer Klaus-Dieter Wollitz steht demnach ein Brasilianer. Marcelo de Freitas Costa ist offensiver Mittelfeldspieler beim Ligakonkurrenten Neugersdorf und würde ins Anforderungsprofil passen. Wie die LR berichtet, will der Spieler auch kommen. Die Verhandlungen mit seinem Verein gestalten sich aber schwierig. Was für ein Spieler Freitas Costa ist, können Energiefans am Donnerstag selbst sehen. Kurioserweise ist Neugersdorf dann nämlich Testspielgegner im Stadion der Freundschaft. Bei Philipp Knechtel könnte man fast auch schon von einem Neuzugang sprechen. Der Verteidiger zog sich zu Beginn der Saison einen Kreuzbandriss zu und fiel seitdem aus. Nun arbeitet er am Comeback. Der FCE macht sich fit für die Rückrunde. Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft beim FCE jetzt seit 2 Wochen. Was die Ergebnisse in den ersten Testspielen angeht, kann nicht gemeckert werden. Gegen den VfB Krieschow hat Energie klar mit 9:2 gewonnen. Und auch das zweite Testspiel am Samstag gegen den Drittligisten FC Magdeburg konnte mit 2:0 gewonnen werden. Die Tore erzielten Tom Nattermann und Fabio Viteriti. Doch den Sieg hat der FCE teuer bezahlt. Top-Torjäger Benjamin Förster hat sich im Spiel eine Risswunde am Oberschenkel zugezogen und wird mindestens 6 Wochen ausfallen.
Er gesellt sich damit zu den Langzeitverletzten Alexander Meyer, Jonas Zickert und Philipp Knechtel. Letzterer ist nach einem Kreuz- und Innenbandriss und 4 Monaten Pause jetzt aber wieder auf dem besten Weg zurück auf den Platz. Philipp Knechtel schuftet jeden Tag im Individualtraining fürs Comeback. Hauptsächlich erstmal die Kraft nochmal aufbauen im rechten Bein. Die hat sehr gelitten nach der Operation. Und ja, das Läuferische muss natürlich noch dazu kommen. Es dauert sehr, sehr langwierig. Und ja, aber es kommt von Tag zu Tag. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass ich vielleicht Ende Februar, Anfang März wieder einsteigen kann. Nach dem Einzeltraining geht es für den Innenverteidiger aber nicht sofort nahtlos ins Mannschaftstraining über. Vorher muss Knechtels Leistungsfähigkeit nach der Verletzung noch überprüft werden. Ja, ich habe Mitte Februar diesen Krafttest. Da wird erstmal entschieden, ob ich bereit bin für das Mannschaftstraining. Und wenn ich dann langsam einsteigen kann, dauert vielleicht noch 3-4 Wochen. Und dann schauen wir mal, wie weit ich bin dann. Das erste Punktspiel nach der Verletzung könnte der 20-Jährige dann vielleicht schon am 5. März gegen Meuselwitz bestreiten. Bis dahin stehen dem FCE aber noch ein Testspiel und 4 Punktspiele ohne den Innenverteidiger an. Das letzte Testspiel vor dem Auftakt ist am Donnerstag um 18 Uhr im Stadion der Freundschaft. Gegner ist dann Ligakonkurrent FC Oberlausitz-Neugersdorf. Der letzte Härtetest vor dem Rückrundenauftakt. Ein Wiedersehen gibt es dann auch. Trainer von Neugersdorf ist der ehemalige Energiespieler Vragel da Silva. Damit sind wir am Ende von LTV aktuell für heute. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Dann begrüßt Sie nämlich hier meine Kollegin Kathleen Obanski. Bis dahin, tschüss. Handwerk zum Anfassen. Fast 300 Aussteller aller Branchen präsentieren auf der 27. Handwerkerausstellung Meisterhaftes und Handwerkliches aus unserer Region. Auch diesmal mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Spree-Neiße. Glücklich im Eigenheim und mit bester Altersvorsorge. Die Sparkasse präsentiert Ihnen auf der Ausstellung über 400 Immobilienangebote, vom Grundstück bis zum Einfamilienhaus. Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide. Chino. Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Bewegendes Coaching. Lichtvolle Meditation. Inspirierende Seminare. Impulse für ein bewusstes Leben. Weitere Informationen unter chino-zentrum.de. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spree-Neiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. In der kommenden Nacht ist es bewölkt, leichter Schneefall ist möglich. Die Tiefstemperaturen liegen bei minus 4 Grad. Auch in den Morgenstunden des Mittwochs kann es örtlich noch Schnee geben. Das Thermometer bleibt mit minus 1 Grad dann noch unter dem Gefrierpunkt. Viel wärmer wird es im Laufe des Tages aber nicht mehr. Es gibt viele Wolken mit Werten von maximal plus 1 Grad. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de.
Avila. Cottbus, Ihr Wirtschaftsstandort. Die Entwicklungsgesellschaft Cottbus ist Ihr Ansprechpartner und öffnet Ihnen die Türen. Bei Ansiedlung, zu Fördermitteln, bei Existenzgründung, bei Expansion, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Wir bündeln die Kräfte für Ihren Erfolg. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, Ihr Unternehmen. Hallo, ich bin Deborah Sasson. Hallo, und ich bin Axel Olzinger. Und wir freuen uns sehr, Sie in Cottbus zu sehen, beim Phantom der Oper. Wir haben eine ganz neue Produktion, ganz neue Bühnenbild, ganz neue Musik. Und eins ist noch wichtig, halten Sie die Loge 5 frei. Richtig. Also dann, bis bald. Auf ein Glas Champagner in der Pariser Oper.